Wir sind hier bei Alles auf den Tisch. Ich bin Bernhard Bettermann und ich spreche heute mit Philipp Bagus. Wir haben uns auf ein Du verständigt und Philipp, erzähl doch mal ein bisschen, was dein Spezialgebiet ist. Ja, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid und meine Spezialgebiete sind Geldtheorie und Konjunkturtheorie. Wir haben ja schon mal ein Gespräch aufgezeichnet, das müssen wir jetzt nochmal machen. Ich habe nur die Fragen schon irgendwie so halb im Kopf und habe so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt so klingt, als würde ich das ablesen, das tue ich nicht. Aber mich interessiert wirklich am allerdringendsten, woran siehst du im Moment, was ist dein Gefühl, gibt es eine Schieflage, in der wir uns befinden? Ja, aus geldtheoretischer Sicht befinden wir uns in einer großen Schieflage, eigentlich schon seit längerer Zeit, aber durch Corona und die Reaktion der Politik darauf und der Zentralbanken hat sich das jetzt nochmal beschleunigt, weil es wurden Unmengen an neuem Geld geschaffen und die Schuldenberge sind jetzt noch weiter gestiegen. Und die Schuldenberge, weil, wie gesagt, mein naiver Blick ganz am Anfang dieser Pandemie war auf die Politik, die unglaublich viel Geld aufwarf, um die Folgen der Pandemie uns zu helfen, da durchzukommen. Meine Frage war dann sofort, wer zahlt dafür die Zeche? Also wie kann es sein, dass wir in der Größenordnung, ich sag mal 2 Billionen Euro verteilen? Das muss ja irgendwann mal jemand zurückzahlen. Ja, einmal muss man verstehen, dass wenn neues Geld gedruckt wird, damit kein neuer Reichtum geschaffen wird. Ja, damit werden wir nicht reicher, damit wird die Armut auch nicht beseitigt. Das wäre sonst ja auch zu gut, um wahr zu sein. Das wäre ja ganz einfach, man könnte neues Geld drucken und die Armut wäre weg. Aber es hat natürlich Effekte, wenn so viel neues Geld gedruckt wird, ja, um Staatsschulden zu kaufen. Und das ist vor allen Dingen erstmal eine Umverteilung. Die Leute, die das neue Geld zuerst bekommen, die sind im Vorteil, weil sie mehr Geld haben und noch zu niedrigen Preisen kaufen können. Während es andere gibt, die das neue Geld erst später kriegen, also ihre Einkommen steigen noch nicht, aber die Preise steigen schon. Benzin wird teurer, Lebensmittel wird teurer, Energie wird teurer. Ja? Und diese Umverteilung, die ist natürlich, die ist jetzt im Gange. Wir sehen auch schon, dass die Preise anfangen zu steigen. Wir haben, glaube ich, eine Inflation, 3,8% im Moment. Ja, das ist ja schon ganz üppig. Und so hoch wie die Schuldenberge jetzt sind von den Staaten, sieht es auch nicht so aus, als würde die Inflation dann jetzt fallen können, weil die Staaten sind eben überschuldet. Und wenn die nicht ihre Schulden zurückzahlen können, dann werden Banken bankrott gehen. Und dann wird es zum Kollaps des Finanzsystems kommen. Das heißt, die EZB oder die Zentralbanken sind gezwungen, weiter die Schulden zu kaufen der Staaten, um die Zinsen niedrig zu halten und die Insolvenz des Systems abzuwenden. Brauchen wir die EZB? Ja, in unserem heutigen System brauchen wir eine Zentralbank, weil sonst das Vertrauen in die Banken, die nur eine Teildeckung halten, weg wäre. Ne? Die Banken halten eben nur eine Teildeckung. Das heißt, wenn ich Geld zur Bank bringe, 1.000 Euro, dann steht das auf meinem Konto, aber die Bank hat nicht 1.000 Euro in bar als Reserve, sondern sie nimmt, was weiß ich, vielleicht 900 Euro und leiht die einem anderen aus. Und dieser andere, der bezahlt jemanden, und den er bezahlt, der trägt es wieder zu seiner Bank und die Bank leiht dann wieder meinetwegen 90% aus und so immer weiter. Und das ist den nennt man Bankenmultiplikator, Geldmultiplikator, und der lässt die Geldmenge ansteigen. Also die Banken haben das Privileg, die Geldmenge zu erhöhen, ja, neues Geld zu schaffen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass das System sehr instabil ist. Das heißt, wenn es mal zu einer Krise kommt und gerade dieses Geld schaffen, das erzeugt Krisen,
weil es künstlich die Zinsen senkt und dann zu Fehlinvestitionen führt. Ja? Und in diesen Krisen haben die Banken eben Verluste. Und ohne Zentralbank würde es zu einem Verlust, Vertrauensverlust in diese Banken führen und es käme zu einem Bankrun. Das heißt, die Leute würden sich anstellen und versuchen, ihr Geld zu bekommen und es wäre dann nicht da. Und deswegen hat man die Zentralbanken geschaffen, weil die können in dem Fall so viel Geld schaffen, auf Knopfdruck, wie sie wollen, um das Bankensystem zu retten. Und dadurch, und weil die Leute das wissen, kommt es gar nicht zu diesen Bankruns. Ja? Wenn man ein anderes System hätte, ein stabileres System, dann bräuchte man die Zentralbanken nicht. Warum hat man denn das stabilere System nicht von Anfang an implementiert? Historisch gab es eine Volldeckung, aber dann historisch... Volldeckung bedeutet, ich gebe Geld rein und die Bank kann auch nur so viel Geld verleihen, wie sie hat. Genau. Okay. Also sie kann nur das verleihen, was ihr auch... Also was ich als Sichteinlage habe, das kann sie nicht verleihen, weil das kann ich ja jederzeit abrufen. Genau, ja. Das möchte ich auch jederzeit verfügbar halten. Ja. Sie kann nur das verleihen, wenn jetzt einer sagt, okay, ich leihe der Bank jetzt für 5 Jahre Geld, dann kann sie dieses Geld weiter verleihen für einen höheren Zinssatz. Aber wenn ich auf mein Girokonto was einzahle, dann möchte ich das ja immer verfügbar haben, nicht für 5 Jahre weg. Also historisch war das eben so, dass die Leute ihr Gold zur Bank gebracht haben und die hatten eine Volldeckung. Aber sie haben dann still und heimlich begonnen, Teil von dem zu verleihen. Und die Regierung haben dann, erst haben sie das auch durchgesetzt, also die Volldeckung, aber dann haben die Regierungen gesagt, okay, wir drücken ein Auge zu. Und die Banken im Gegenzug haben dann Kredite eben an die Regierung gegeben. Die haben sich dann Paläste gekauft, Kriege finanziert und so ist dann die Teildeckung entstanden. Jetzt leben wir in so einem Teildeckungssystem, was eben instabil ist und von dem das Bankensystem und die Regierung profitieren. Und ich weiß ja, dass du keine Voraussagen machen möchtest, das habe ich schon durchgehört, aber ich wäre trotzdem froh, wenn du mal, also auf mich wirkt das eben, wie gesagt, nicht zukunftsversprechend, was gerade läuft. Was müssten wir tun, damit wir stabiler werden im Finanzsektor? Ja, ich vertrete einen vollgedeckten Goldstandard, weil der große Vorteil von Gold ist, dass es nicht beliebig vermehrbar ist. Ja. Unser heutiges Fiat-Geldsystem, Fiat von lateinisch gemacht werden, geschehen, kann einfach auf Knopfdruck geschaffen werden. Und dann ist ein monopolistisch geschaffen werden vom Zentralbanksystem und dann vom Bankensystem nochmal weiter vergrößert werden, die Geldmenge. Und dann, wer diese Macht hat, Geld aus dem Nichts zu schaffen, zu quasi null Kosten, ja, da ist die Versuchung natürlich riesig, diese Macht zu missbrauchen. Das ist so wie bei Herr der Ringe mit dem Ring der Macht. So, wer den hat, der möchte ihn vielleicht auch benutzen, um gute Dinge zu tun. Mhm. Ja. Aber die Versuchung ist so groß, ihn zu nutzen. Heute finanzieren zum Beispiel die Zentralbanken auch ja, Klimawandelprojekte, sage ich mal, oder grüne. Also für sie ist es ein guter Zweck und sie benutzen eben diese Macht, Geld zu schaffen. Ja. So, bei einem vollgedeckten Goldstandard ist das nicht möglich, weil die Geldmenge nicht beliebig vermehrbar ist. Und der Goldstandard bremst eben die Regierung in ihren Ausgaben. Sie können sich eben nicht so hoch verschulden. Mhm. Ja, ihr Verschuldungsgrad wäre sehr gering. Heute können sich Staaten nur zu 100% oder noch mehr vom Bruttosozialprodukt verschulden, wie wir es sehen heutzutage. Südeuropa ist über 100% verschuldet. Ja. Weil natürlich alle wissen, dass die Zentralbank aus dem Nichts Geld schaffen kann, um die Staatsanleihen zu kaufen. Ja. Der Goldstandard schränkt die Regierung eben ein, beschränkt sie in ihrer Macht und ihrer Machtausdehnung. Ja. Wir hatten das eben auch bei dem, zum Beispiel als der Erste Weltkrieg ausbrach, ja, da sind sofort alle Staaten vom Goldstandard runtergegangen, weil sie eben die Kosten des Krieges mit der Notenpresse bezahlen wollten. Ja. Sie haben gesagt, okay, wir lösen das Gold jetzt nicht mehr ein, weil vorher mussten sie die Goldmark mussten sie eben in Gold einlösen. Mhm. Haben sie gesagt, jetzt nicht mehr. Und das hat eben erlaubt,
die Geldmenge unheimlich zu erhöhen, um eben den Krieg zu finanzieren. Und so wurden die Kosten des Krieges eben verschleiert. Und so konnte der Krieg viel länger dauern. Wie ist denn das auf die Füße gefallen? Also wenn das verschleiert wurde, wer hat denn dafür dann bezahlen müssen am Ende des Tages? Ja, damit haben letztendlich in der Hyperinflation von 1922, 23 dann die Geldnutzer bezahlt, dass das Geld wertlos geworden ist. Ja. Okay. Und das sehen wir ja eben jetzt auch schon, dass die Geldnutzer da zahlen und natürlich auch die Sparer, die müssen auch die Zeche zahlen. Ja. Stimmt. Irgendjemand zahlt die Zeche davon. Ja. Und da wir nicht von heute auf morgen sofort in den Goldstandard wechseln können, was wäre ein mögliches Prozedere, um runterzukommen von dieser Überschuldungspolitik? Ja, man könnte versuchen, aus den Schulden herauszuwachsen. Ja. Die Schulden zurückzuzahlen. Und das würde dann erlauben, die Zinsen zu erhöhen. Und es würde den Druck nehmen, von der Zentralbank immer weiter neues Geld zu drücken, um die überschuldeten Leute durchzuziehen, vor allen Dingen die Staaten. Wie könnte man solche Wachstumskräfte auslösen? Ja. Ich denke, die sind enorm, weil wir haben in Deutschland ein riesiges Potenzial an kreativen, innovativen Leuten, denen es manchmal an Freiheit fehlt. Ja, die sind dann beschränkt durch Regulierungen, Gesetze, Verbote. Sie müssen irgendwelche Lizenzen sich holen, irgendwelche Erlaubnisse bei Behörden einfordern. Wenn man diese Regulierung beseitigen würde, das kostet ja nichts, ja, es ist ja nicht so, dass man irgendwie Steuern erheben müsste und müsste irgendeine Infrastruktur bauen oder so, es kostet ja nichts, du machst einfach die Regulierung weg, dann entstehen neue Freiräume für den unternehmerischen Geist, für die unternehmerische Funktion. Und dann können enorme Wachstumskräfte freigesetzt werden. Und am besten wäre das kombiniert noch mit Steuersenkungen, sodass es noch mehr Anreize gibt, produktiv zu sein. Ja, weil wenn man produktiv ist und einen Wert für die Gesellschaft schafft, ja, wenn einem dann später die Hälfte davon oder noch mehr abgenommen wird, ja, dann macht man es unter Umständen dann eben nicht oder man hat keinen so großen Anreiz, das zu tun. Ja, warum also, macht das heute niemand? Warum ist keine deutsche Partei, warum höre ich das jetzt nicht im politischen Diskurs? Ja, die Politiker sind ja keine Engel, die sozusagen das Gemeinwohl als erstes im Blick haben. Das ist ja die romantische Sicht auf die Politik, die nicht so der Realität entspricht. Sie haben natürlich auch ein Eigeninteresse. Sie wollen wiedergewählt werden, ja. Und eine Möglichkeit ist es, wiedergewählt zu werden, ist es, Stimmen zu kaufen. Das sind, und dazu braucht man Steuern oder neue Schulden, um das zu finanzieren. Ja, man gibt dann eine höhere Rente oder irgendeiner Interessensgruppe, deren Stimmen man haben will, den gibt man irgendetwas, irgendwelche Steuern, irgendwelche Subventionen. Und den kann man auch Privilegien geben, indem man sie durch Regulierung von den Wettbewerbern schützt. Ja, und ein Politiker möchte natürlich, ist er Teil des Staates. Und wenn der Staat mehr Macht hat, hat er auch mehr Macht. Und Deregulierung bedeutet, und weniger Steuern bedeutet eben, dass der Staat weniger Macht hat. Also das sind leider die Interessenslagen. Das ist sozusagen ein Fehler im System. Wie konnte es denn zu diesem Fehler kommen? Also weißt du, mit gesundem Menschenverstand weiß man doch, ich kann nicht ohne Ende Geld drucken, Geld aufnehmen und muss dafür niemals irgendwelche Folgen in Kauf nehmen. Das leuchtet doch jedem, denke ich, jedem mit normalem Menschenverstand behafteten Mitbürger ein. Warum übernimmt keiner, warum ist keiner in dieser Position, dass er das laut sagt? Es sind eben starke Interessen geschaffen worden. Ja, das Banken- und Finanzsystem profitiert natürlich enorm von unserem Papiergeldsystem. Und wie gesagt, die Politik eben auch, der Staat finanziert sich über dieses System. Der Staat würde ein viel geringeres Gewicht haben in unserer Gesellschaft ohne dies. Ja, und dieser Verbund, diese
das nenne ich oft, es gibt eine Symbiose zwischen dem Finanzsystem und dem Staat. Die ist natürlich sehr mächtig und möchte dieses System eben weiterführen. Und da gibt es nie, dir fällt, du hast nicht in den letzten Wochen und Monaten jemanden gehört, der aus, sagen wir mal, oberen Regierungskreisen sich dazu mal in deiner Richtung geäußert hätte? Nein, die denken ja auch hauptsächlich kurzfristig. Wie komme ich zur nächsten Wahl, zur Bundestagswahl? Die denken jetzt nur vielleicht, was kann ich machen, um noch die Wahl zu gewinnen? Aber die würden jetzt zum Beispiel nichts machen, was gut wäre für Deutschland auf eine Sicht von 10 Jahren, aber würde ihnen heute für die Bundestagswahl 5% Stimmen kosten. Ja, das würden die nicht machen. Meinst du wirklich, dass es keine Mehrheit dafür gibt, dass jemand sagt, pass auf, wir haben sehr, sehr viel hier Geld aufgeworfen. Wir müssen gucken, dass uns das nicht zu sehr aus dem Ruder läuft. Ich schlage jetzt mal dieses und jenes vor, um es zu regulieren, damit wir es auch zurückzahlen können und damit nicht in 10, 20 Jahren unsere Kinder und Kindeskinder darunter zu leiden haben. Warum? Also ich bin da ein bisschen baff erstaunt, dass es niemanden da gibt, der meint, dass er damit nicht auch Stimmen bekommt. Es sollte so jemanden geben, ja. Aber mit Prinzipien kommt man in der Politik eben nicht. Ist das in allen, ist das in allen Ländern gleich, deiner Beobachtung nach, weil du ja in Spanien lebst? Ist da keine europäische Regierung, die sich ein bisschen unterscheidet von der anderen? Nein, also das Geldsystem, das möchte keiner anpacken. Ja, in meinen Augen ist es eben eins der Grundprobleme unserer heutigen Gesellschaft, dass wir ein schlechtes Geldsystem haben. Okay. Aber das möchte keiner anpacken. Das Motto ist Kick the Can Down the Road. Die Verschuldung ist so groß, aber wir versuchen eben ohne einen Finanzkollaps oder ohne Hyperinflation noch weiterzukommen. Wir wollen uns so durchlavieren, ja, durchwursteln. Ja, da hat keiner den Anreiz, da an die Wurzel des Problems zu gehen, leider. Hast du denn Mitstreiter für deine Ansicht, so in euren Wissenschaftskreisen, Ökonomenkreisen? Ja, zum Beispiel die viele Ökonomen der österreichischen Schule, das ist eine Denkschule in der Ökonomie, die vertreten ein Metallgeldsystem oder ein vollgedecktes Geldsystem. Ja. Es gibt auch viele Leute aus dem Kryptobereich, die Bitcoins und so weiter, die auch auf ein privates, nicht beliebig vermehrbares Geld zielen oder dafür sind. Ja, da gibt es viele, aber klar, die kriegen keinen Job bei der Zentralbank und werden auch dann auch nicht vorgeladen, sage ich mal, für Regierungsparteien, ja, als Sachverständige. Was wirft man euch denn vor? Also was bekommst du denn als Argument zu hören von diesen Andersdenkenden, dass sie sagen, nein, so wie du das denkst, wird es nicht funktionieren. Was ist denn deren Haltung zu deiner Haltung? Es gibt einen Mythos, ja, der leider sehr weit verbreitet ist, auch unter Ökonomen, der sagt, die Geldmenge müsste so schnell wachsen wie die Wirtschaft, sonst würde es zur Deflation, das heißt fallenden Preisen kommen und das sei schlecht. Ja. Das ist aber ein Irrtum, den man auch in der Geschichte oft gesehen hat, dass Preise sind gefallen durch Produktivitätsanstiege, ja, im 19. Jahrhundert vor allen Dingen. Ja. Da gab es wirklich Jahrzehnte, in denen die Preise gefallen sind, weil, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass es alles billiger geworden ist, weil das Wirtschaftswachstum war so groß und war größer als der Anstieg der Geldmenge und der Goldmenge. Und das war alles kein Problem. Ja, also das Wirtschaftswachstum war ja gut. Ja. Das ist so das Hauptargument, was man hört. Tja, da kann man uns ja eigentlich nur wünschen, dass wir mal in diesen Genuss kommen, dass auf einmal die Preise fallen. Weil, ja, ich das richtig gehört habe, weil die Wirtschaft entfesselt wurde, weil sie innovativ ist,
weil sie ganz viel produziert und da eben nicht auf geliehenes Geld zurückgreifen muss. Genau, da war natürlich viel weniger Regulierung, viel weniger Hemmnisse für den unternehmerischen Geist im 19. Jahrhundert. Da gab es noch nicht Bücher voll Gesetzgebung. Und natürlich, und die Steuern waren natürlich auch viel niedriger. Der Staat war viel kleiner, 10% noch nicht mal vom Bruttosozialprodukt. Bist du denn gegen Und Gewerkschaften in diesem Zusammenhang? Gewerkschaften, wenn das freiwillige Vereinigungen sind, bin ich natürlich nicht, ne, wenn die keine Privilegien haben. Aber nochmal, das ist eigentlich, wenn die Preise fallen, das ist eigentlich eine Dividende des Wirtschaftswachstums für die Allgemeinheit. Das heißt, die Witwen und Waisen, ja, die bekommen eine Dividende in Form von, dass die Lebenshaltungskosten kontinuierlich sinken, von dem Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum, das heißt, dass es produktiver wird, dass mehr hergestellt wird, bessere Güter hergestellt wird. Und diese Dividende wird eben in unserem System seit Jahrzehnten einkassiert. Ja? Ganz im Okay. Gegenteil, die Witwen und Waisen leiden eben, weil alles immer teurer wird. Ja? Das ist schade. Ja. Und kannst du jüngere Menschen davon überzeugen, dass sie in der Richtung, wenn sie, also du bildest ja Ökonomen aus, du hast ja Studenten und hast du das Gefühl, dafür gibt es offene Ohren oder Ja, erreichst auf du die jeden Fall. nicht mit deiner österreichischen Schule? Doch, die Frage kommt dann immer, ja, was kann man denn machen? Was kann man denn machen? Ja, und die Antwort ist dann eben, man kann nur aufklären. Ja, das machen wir ja auch gerade, wir zwei. Ne? Genau. Weil wenn die Leute es nicht wissen, dann werden sie auch sich darüber nicht beschweren und nichts dafür tun, dass sich das System zum Besseren wendet. Ja? Also Das Einzige, was man tun kann, ist aufklären. ich habe durch dich gelernt, Goldstandard. Ich werde in jedem Zeitungsartikel in Zukunft, wenn ich auf die Wirtschaftsseite blättere, werde ich gucken, ob irgendwo Goldstandard dieses Wort fällt. Sehr Und im gut. Zusammenhang damit, dass das eben eine Möglichkeit ist, auch eine andere Form von Geldpolitik zu leben in unserer Gesellschaft. Weil, wie gesagt, davon hatte ich bisher noch nichts gehört. Ja, das freut mich. Ja, nee, es freut mich nicht, dass du so exotisch bist mit deiner Ansicht, dass ich noch nie was davon gehört habe. Kann natürlich auch sein, dass ich die völlig falschen Blätter lese, aber ich bin ein normaler Konsument von Zeitungen, von Nachrichten und ich habe diese Überlegung mit Goldstandard und dass man eben nicht bei einer Bank von 100 Euro, die man kriegt, 99 weiterverleiht und dass dadurch ein aufgeblähtes Verschuldungssystem entsteht, das war mir so bisher noch nicht bewusst. Ja, dann war es doch ein schönes Gespräch. Und ich danke dir dafür. Und ich glaube, wir haben unsere 20 Minuten erreicht. Und ich sage dann mal, buenas noches. Ja, ich danke dir für das freundliche Gespräch. Hat Spaß gemacht, macht und buenas noches. Tschüss. Tschüss.